Also bei der Zusammenstellung des Programms hatten wir vor allen Dingen im Sinn, dass wir den Menschen, den Mitfahrern die Möglichkeit bieten, einen möglichst breiten Einblick in das Thema Netzpolitik zu bekommen. Das sind auf der einen Seite die Leute, die außerhalb des Parlaments, außerhalb der professionellen Politik sich mit dem Thema beschäftigen, also NGOs, Internetaktivisten, die sich für die Internetbürgerrechte einsetzen. Auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die innerhalb der Institutionen dieses Thema behandeln. Also Abgeordnete beispielsweise, die im Thema Netzpolitik drinne stecken, sich für netzpolitische Belange einsetzen. Das Urheberrecht in der EU wurde zum letzten Mal im Jahr 2001 grundreformiert. Also das war vor Twitter, vor Facebook und auch Wikipedia war da gerade in den Anfangstagen. Und seitdem hat sich die Nutzung des Internets extrem intensiviert und verändert. Und das große Problem, das wir heute haben, ist, dass es keine gemeinsamen Rechte der Userinnen und User auf europäischer Ebene gibt. Das heißt, jedes Land entscheidet einzeln, ob ich ein Foto verwenden darf für eine Collage, für eine Parodie, unter welchen Umständen ich aus einem Werk zitieren darf. Und das schafft natürlich große Rechtsunsicherheiten für all die, die Fotos, eigene Kreationen, Videos mit Freunden in anderen Ländern teilen. Internet hat erstmal keine Grenzen. Internet hat auch keine Ländergrenzen normalerweise und fragmentierte verschiedene Regeln in verschiedenen Ländern. Man kann nicht über ein Europa reden, wo es irgendwie 27 oder 28 verschiedene Regimes gibt, die von einem Land zum anderen irgendwie unterschiedlich sind. Das macht das Ganze ineffizient, kompliziert. Und es gibt dann immer auch die Tendenz für Leute, sich in das Regime zu suchen, was denen am besten passt. Und das ist nicht optimal. Ja. Meiner Ansicht nach sollen dieselben Grundrechte gelten im Internet, wie sie auch im normalen Leben gelten. Einfach weil wir fundamental an Grundrechte glauben. Grundrechte sind die Basis von unserer Gesellschaft und die müssen genauso im Internet existieren, wie sie im normalen Leben existieren müssen. Der Zusammenhang von unseren Rechten ist ganz anders als früher. Vor 30 Jahren die einzige Einschränkungen von unseren Rechten kamen vom Staat und müssten, wenn es eine Einschränkung gab, musste das im Gesetz vorgelegt werden. Jetzt, wenn wir zur Bank gehen, dann tun wir das auf Internet. Da müssen wir einen Internetzugangsanbieter benutzen. Brauchen wir vielleicht eine Suchmaschine. Und alle diese Firmen, die unsere Freiheiten ermöglichen auf dem Internet, haben auch AGBs, die unsere Rechte im Internet beschreiben. Und das heißt, dass diese AGBs jetzt einen Einfluss haben auf unsere Meinungsfreiheit, auf unsere Kommunikationsfreiheit, auf unser Privatleben. Und wie das Ganze jetzt funktioniert in dieser neuen Welt, wo ist sehr viel mehr kompliziert und wir brauchen so einen Rahmen dafür, um unsere Rechte zu schützen. Warum ich Datensicherheit wichtig finde, ist halt, weil wir sind quasi nur noch Daten, überspitzt gesagt. Ne? Das fängt an mit den Daten beim Einwohnermeldeamt, über wie oft wir beim Zahnarzt haben, dass wir halt auch den Zahnersatz bekommen, aber halt eben auch, wir machen halt eben nicht mehr Urlaubsfotos auf Analogfilm, sondern sie sind halt eben auf unseren Speicherkarten und in der Cloud und bei Facebook und wo auch immer so. Ja? Und diese Daten, es gibt ja diesen ollen Satz vom nicht vergessenen Internet, ja, sie sind halt eben auch überall und
Es kann halt sein, dass eine Katze, die ich jetzt aus dem Sack lasse, nicht wieder reinbekomme. So. Es ist leider nicht leicht, seine eigenen Daten zu schützen. Also es ist immer leichter, sich keine Gedanken zu machen. Es ist auch nicht besonders kompliziert und man kann auch fragen, in welcher Schwierigkeit, also, ne, ich kann Eier aus Bodenhaltung kaufen, ich kann Freilandeier kaufen, ich kann Bio-Eier kaufen. Und Freiland ist vielleicht immer noch besser als Bodenhaltung, aber Bio ist noch besser. Und das gibt es halt auch bei Datensicherheit. Ich finde das ganz normal, dass die Leute nicht sehen, was das Problem sein könnte. So das Thema Profilbildung zum Beispiel ist sehr kompliziert. Das ist ein großes Problem, aber keiner, der sich nicht damit beschäftigt, weiß überhaupt, was Profilbildung ist. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man Fotos analysieren kann auf Facebook und dadurch sehen kann, ob ein Paar zusammenbleiben wird oder nicht, dann sagen sie was? Sie können das über mich wissen? Dann wird es interessanter. Man kann Leuten schon sehr gut klar machen, dass es sie betrifft, aber man merkt auch sehr stark so eine Art Hilflosigkeit. Also einerseits sich irgendwie wirklich intensiv mit den technischen Sachen auseinanderzusetzen und dass viele Leute das Gefühl haben, das Thema ist sehr komplex, obwohl ich finde, dass viele von den Themen gar nicht so komplex sind. Also man kann vieles eigentlich relativ einfach erklären. Man muss diesen ersten Schritt machen. Ich glaube, das ist der anstrengendste, zu sagen, ja, ich möchte mich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist eine abstrakte Materie, aber bis zu einem gewissen Grad, den ich auch persönlich bewerkstelligen kann, möchte ich mich damit beschäftigen. Und diesen digitalen Schweinehund sozusagen zu überwinden, das ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Aber ich war schon irgendwie ziemlich geschockt, wie wenig anscheinend auch die Kommunikation in den Behörden verschlüsselt wird. Und wie wenig auch irgendwie darüber nachgedacht wird. Ich fürchte, doch, ja. Genau, das ist also das offizielle Diensthandy eines Referenten der ständigen Vertretung. Hiermit kann also kein ernsthafter Schaden eintreten, weil man gar nicht ins Internet kommt. Großes Machtungleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen. Also auf der einen Seite haben wir Rechteinhaber, Verlage, Verwertungsgesellschaften, Internetfirmen, die relativ viel in das Lobbying in Brüssel investieren und uns Abgeordnete eigentlich den ganzen Tag mit Informationen bombardieren. Es ist viel schwieriger, die Probleme mit Urheberrecht und Internet aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zu sehen, auch von kulturellen Institutionen wie Bibliotheken, die vielleicht nicht so viel Geld für Lobbying zur Verfügung haben. Und deshalb ist es wichtig, die Debatte auch in der Öffentlichkeit zu führen, also mit den Gruppen, die nach Brüssel kommen, in der Presse, damit die Entscheidungen, die hier getroffen werden, nicht völlig weltfremd sind und irgendwie noch mit der Nutzung des Internets der jüngeren Generation zusammenpassen. Auch wir kriegen natürlich mit, dass es immer noch schwierig ist oder immer wieder schwierig ist, den Mitbürgern in Deutschland zu vermitteln, was in der EU wichtig ist. Warum ist es wichtig, die EU zu haben? Und geht es nur darum, wie krumm eine Banane sein darf oder nicht? Das ist es natürlich nicht. Und diese Gelegenheit zu haben, gerade dann auch auf einen bestimmten Themenschwerpunkt begrenzt, den Besuchergruppen das darzustellen, in der Hoffnung, dass sie das auch nach Hause tragen und weitertragen. Also ich glaube, jegliche Art der politischen Einflussnahme, der politischen Aktivität, auch der außerparlamentarischen politischen Aktivität, bedarf eines Handwerkszeugs, was ich brauche, um politisch aktiv und auch effektiv wirken zu können. Das heißt, ich muss wissen, auf welche Entscheidungsketten muss ich Einfluss nehmen, damit sich etwas ändert. Ich muss wissen, wie politische Strukturen funktionieren, damit ich sie verstehe.
gehen kann und darauf aufbauend auch Einfluss nehmen kann auf die Menschen, die sich in diesen Strukturen bewegen, also auf Abgeordnete. Wo sitzen die Abgeordneten? In welchen Parlamenten finde ich sie wieder? In welchen Ausschüssen wirken sie? Welche Spezialthemen begleiten sie? Das muss ich alles wissen, um effektiv auch wirklich meine Meinung als Bürger an die Entscheidungsträger herantragen zu können. Thank you.